So, ich habe etwas Besonderes geplant. Also in Anführungsstrichen besonders. Ich habe gedacht, wir probieren einfach mal Behemoth Solo, also Solo Duo quasi. Und wir schauen einfach mal, wie es funktioniert. Ob das Ganze jetzt irgendwie einigermaßen ja, in einer guten Geschwindigkeit machbar ist, beziehungsweise wie lange es wir brauchen und die ganzen Sachen, die man eben so wissen sollte oder wissen muss. Damit man eben ein bisschen rausfinden kann, okay, macht das Ganze so Sinn, das allein zu machen oder eben nicht, oder was könnte man verbessern, das Sinn machen würde und solche Sachen eben. Gut, natürlich gerade das große Problem, dass wir als AOE-Poster halt zum Useless sind. Das ist jetzt nichts Neues. Aber ich glaube, okay, wir sind jetzt leider keine HP, aber ich denke mal, wie gesagt, wir probieren es mal. Ich denke, das könnte schon noch einigermaßen gut machbar sein. Also ich meine, die Dinger haben jetzt nicht so viel HP, der Dungeon ist nicht riesig und auch Behemoth, was hat denn HP? Keine Ahnung. 200 oder so, 200 Millionen. Da wir natürlich jetzt gerade pur Int sind, machen wir jetzt auch guten Damage. Und nur mal so als Vergleich, ich meine, im Kolosseum haben die Monster ja teilweise auch. Was haben die denn HP? Ich weiß es gar nicht genau. Schon einiges eigentlich. Und also ich denke mal, das dürfte nicht so lange dauern eigentlich. Sicher bin ich mir nicht, aber 3, 4 Minuten für Behemoth? Ich weiß es nicht. Aber jetzt nur mal so. Okay, gut, natürlich hat er nicht mehr Def. Das ist natürlich das Problem. Ja, wahrscheinlich eher so 5, 6, 7. Ich lasse mich selbst überraschen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss gerade nur mal schauen, wie ich dann laufe. Ich glaube erst. Boah. Was ist ein guter Weg für Behemoth, wenn man solo läuft? Immer zickzack ist mir auch blöd, oder? Die Frage ist halt, was ist halt besser? Achso, ich muss selbst da hin, weil. Ja, zickzack ist, glaube ich, blöd. Weiß nicht. Keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Ich glaube, ich laufe erstmal noch darauf. Oder war der nächste? Hier oben, glaube ich, oder? Oder da oben? Ja, so läuft's. 3 Wochen nicht mehr Behack gefarmt, schon keine Ahnung mehr. Okay, was auf alle Fälle wissen, wir haben jetzt 2. Steht auch nochmal drin, wie viel das es gibt. 1, 2, 3 oder so, oder? Wie war das Ganze? Ich bin lost. Diese Routen, dieses Routing hier ist so nervig. Genau, hier war noch nichts, aber ich glaube, dann da oben war einer. Da hinten wäre jetzt halt auch noch einer. Oder halt doch irgendwie zickzack. Es ist halt, zickzack ist einfach komplett behindert und ineffizient. Deswegen. Naja, egal. Ringmaster hat 353 KHP ohne. Ohne alles, by the way. Naja, wir probieren es. Wenn es gut funktioniert, perfekt. Dann macht wahrscheinlich wieder jeder und es macht wahrscheinlich wieder keinen Sinn mehr, aber jetzt für die Wissenschaft probiere ich es auf alle Fälle mal aus. Und ich hoffe, dass es einigermaßen effizient ist. Nee, ganz im Ernst, würde mich wirklich freuen, wenn es funktionieren würde. Irgendwie so ein bisschen Solo-Action ist nicht schlecht. Zeit halt, haben wir aktuell 4 Minuten bisher. Könnte schon ganz gut werden, glaube ich. Ich meine, damals haben wir auch wirklich mit so wenig DPS gefarmt. Also damals, das war wirklich Wahnsinn. Da haben wir ja. Keine Ahnung. Wir waren ziemlich lang beschäftigt auf alle Fälle. Und ich meine, schlimmer kann es nicht mehr werden. Von dem her. Alles easy. Alter, was Ding denn droppen hier? Ich meine, gut, ich habe ja aktuell nur den Ward-Buff für einen, also diesen eintägigen Ward-Buff. Ja, wie man es auch immer nennen will. Weil ich irgendwie. Also ich glaube, man kann irgendwie 72 Stunden kann man nicht warten, theoretisch. Also entweder vergeht die Zeit einfach wirklich so schnell oder das geht schon nach 2 Tagen weg, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich dachte mir eigentlich, ich hätte so 1,5, maximal 2 Tage nicht gewartet. Oder die Zahl vergeht halt einfach so schnell. Ich meine, momentan ist es halt irgendwie eh krass.
Momentan vergeht die Zeit halt wirklich, keine Ahnung. Verrückt einfach. Alter, wie tanky, dass ich da bin. Also, wie tanky, dass ich bin im Gegensatz zu damals halt. Das flasht mich ja halt gerade irgendwie zu mich. Damals war halt so, jo, pass auf, dass du nicht stirbst und so. Und jetzt so, ja, einfach rein, einfach durch, alles easy. Ja, CWC ging langsam aus, Angel Coins ging langsam auch aus. Das ist gar nicht mehr so geil. Warum droppe ich eigentlich keine Glockbox-Boxen? So mal, nur nebenbei. Oder habe ich die irgendwo? Bin ich blind? Ne, ich habe keine, oder? Entweder ich bin blind oder ich habe keine. Petfilter? What the fuck? Warum war denn Glockbox-Box draußen? Lol? WTF? Komisch. Naja. Vielleicht bin ich draufgekommen und verklickt oder so. Keine Ahnung, kann sein. Ist mir gerade nicht so aufgefallen. Ich dachte mir gerade so, normalerweise, ich habe ja vor die Party gelevelt. Diese Dinge droppen mir eigentlich ganz regulär dann auch diese Sachen und so. Und ich glaube, Party-Leveln kann man sich eigentlich eh in den Arsch stecken. Weil hier einfach die Monster killen bringt genauso viel, vermutlich. Alter, ich bin jetzt richtig gespannt. So. Das rein. 385 KP. Lakotten habe ich. Howlies habe ich. Okay, let's go. Dann, warte, das habe ich drin. Das können wir mit reinhauen. Ja, genau. Irgendwie so eine Art. Nein, jetzt haut er den schon um. Ey, man, normalerweise switcht er halt wirklich so selten. Aber klar, jetzt passiert es natürlich direkt. Das ist halt ein Meme einfach. Ich versuche immer noch ein bisschen nachzubuffen dann. Weil ohne Nachbuffen, glaube ich, ist es halt ein bisschen behindert. Och komm, Alter, fick dich doch. Ja, Mann, Flyve Mechanics. Wuhu. Das funktioniert doch wenigstens. So. Die buffte mich wieder. So, wie schnell geht das Ding down? So gefühlt einfach gar nicht. Das Ding macht mir sogar wirklich Schaden. Ja, die kurzen Stunts sind jetzt mal nicht weg. Das macht ganz lang nicht. Seit wann stunt hat dieser Hurensohn so viel, Mann? Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, Devos war halt schlimm, oder? Oder was war es sonst noch? Devos und... Oder war das Behemoth? Keine Ahnung. Ah, oh, ich brauche irgendein anderes F-Tool. Oder wahrscheinlich am besten gar kein F-Tool oder so, ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Das ist immer das Problem. Weil... Wenn du halt das F-Tool zum Beispiel auf Holy Cross hast, dann kannst du halt fast nicht nebenbei irgendwie Blessing oder so nutzen, das ist halt nicht behindert. Muss ich am besten von der Hand machen oder so. Ist blöd, aber geht halt nicht anders. So, wie ist die Zahl momentan? Wir sind bei 9 Minuten 38. Ja gut, Alter, jetzt switcht er schon wieder, Mann, das gibt's doch nicht. Ich meine, ist es nicht so scheiße? Also nicht das mit dem Switchen, das ist wirklich scheiße, aber halt mit der Zeit momentan. Dass der halt wirklich die ganze Zeit stand, ist halt wirklich komplett behindert.
So, kommen wir anderen Skill hier. 15 Holz ist bisher verbraucht. Ich weiß nicht, was die momentan kosten. Müssen wir mal schauen. Irgendwie 1,7 oder so, glaube ich, kosten die momentan. Oder vor einer Woche oder zwei so kosteten die irgendwie so um den Dreh. Ja, ich meine, mit diesen ganzen Stun so. Ich finde halt persönlich. Also, vielleicht bin ich halt einfach nur. Habe ich einfach nur zu viel Flyve gespielt und so, kann auch sein. Aber ich finde halt diese ganze Mechanik mit den ganzen Stunnen die ganze Zeit und es ist halt irgendwie, es ist nicht schwierig, ich weiß nicht. Es ist halt einfach nur nervig. Es bringt dich einfach nur dazu, das Game zu hassen, finde ich. Das ist halt so das Einzige, was dieses ganze Stunnen so die ganze Zeit macht. Ich meine, man switcht und so, okay, das ist halt ein bisschen Mechanik. Aber halt alles andere ist halt so, keine Ahnung. Ob du das hast oder nicht, macht keinen Unterschied. Also ich meine, keiner wird in diesen Stunts scheitern. Man wird dran verzweifeln, aber man wird nicht scheitern. Und ich meine, klar, man kann sich jetzt sagen, was willst du sonst machen und so. Ich weiß, ist scheiße, ist schwierig. Kannst halt, gibt nur weniger Satz dafür, das Problem. Ich muss sagen, zeitlich bin ich momentan ziemlich positiv überrascht irgendwie. Schau mal an, wie das Ding da runtergeht. Ist richtig gut. Ist echt wirklich richtig gut. Also ohne Witz jetzt hier. Ich glaube, ich spamme die Taste, dass es schneller geht. 12. Minute ist gerade angebrochen. Ja, 13 Minuten für einen Run. Ist schon geil. Ich meine, gut, er droppt natürlich jetzt nicht immer und so, klar. Aber ich meine, Beher, was droppt ihr momentan? Im Schnitt so 1,2, 1,3 Items wahrscheinlich pro Run ungefähr. Vielleicht 1,5, wobei ich glaube, dass es fast zu hoch ist. Ich denke mal so 1,2, 1,3 ungefähr droppt ihr wahrscheinlich pro Run. Ganz, ganz grob geschätzt. Oder 1 bis 1,3 Items, sagen wir mal so. Man muss natürlich im Glück haben, dass man jetzt sowas ordentliches droppt, dass es natürlich auch wirklich lohnt und so. Da muss ich natürlich sagen, klar, das kann auch scheiße laufen. Und ich sehe übrigens gerade, der hat keinen Magic Death, wir machen wirklich vollen Schaden, das ist schön. Wir sind also ausnahmsweise mal nicht so useless wie sonst. Schaden. Nein, es switcht, oder? Ich habe es einfach direkt kommen sehen. Ich habe das Pad vergessen, oder? Wo ist mein scheiß Pad? Ich bin so lost. Ach, es ist draußen, wenn man stirbt. Also es bleibt draußen, wenn man stirbt schon mal, okay. So, nice. Habinger? Sonst nix? Was haben wir gedroppt? Sekunde, mal kurz schon mal nachschauen. Nur ein Harbinger. Und zwar. Nein. Ja. Melee-Block ist ganz gut, Attack ist nicht wichtig. Also Melee, also ich meine hier Attack und Attack wäre natürlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Und HP. Ja, Mittelfeld. Ungefähr so ein Viertel-Pierin-Wert oder so, Kappa. Ja, okay, also es funktioniert auf alle Fälle, wenn man es dafür wieder braucht. Aufnahme läuft seit wann? 14 Minuten. Also ungefähr 13 Uhr braucht. Ja, ist in Ordnung. Ich würde sagen, kann man machen. Werde ich mal schauen, ob das Ganze Sinn macht. Ja, genau. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.